Moin Moin, Hero Maniacs, hier ist Sascha und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Planet Coaster. Ja, heute haben wir eine ganze Menge vor, deshalb starten wir quasi mit einer Zeitrafferaufnahme und tatsächlich wird diese ganze heutige Folge ein Zeitraffer sein. Das wird nicht immer der Fall sein, ich werde hier und da auch mal in Normalgeschwindigkeit bauen, wie ich es in den letzten Folgen getan habe, aber ich denke, heute müssen wir es einfach tun, damit der Park einfach so ein bisschen... wie nenne ich es? Ein bisschen nach vorne kommt. So kann man es ganz gut sagen. Und das Erste, was ich hier heute gemacht habe, ist, ich habe angefangen, so ein bisschen das Riesenrad zu verschönern. Und das, was ich hier jetzt mache, ist, ich will so ein paar Scenery Pieces bauen. Das heißt, dass das Ganze optisch ein bisschen schicker aussieht. Hab mir da die Inspiration bei der Flauschenatti geholt. Die ist unten auch verlinkt. Auch eine YouTuberin, die unter anderem Planet Coaster und Sims macht. Und die hatte so ein ähnliches, einen ähnlichen See erstellt mit so einem Steg und einem Bötchen drin, was ich hier übrigens verzweifelt lange gesucht habe. also kann ich für diese Idee quasi nicht den Credit übernehmen, aber ich fand es ganz ehrlich von der Art her ganz schön und ja, finde, das ist immer so optisch eine ganz nette Sache, wenn man einfach so ein bisschen was fürs Auge hat. Das ist natürlich nichts, weiß nicht, wo die Fans oder die Besucher des Parks sich irgendwie vielleicht dran erfreuen, aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Sache, wenn ja, so ein bisschen Begrünung da ist, so ein bisschen mit Steinen arbeiten und dieses modulare Bauen bietet sich dafür natürlich an. Was wir heute im Verlauf der Folge sehen werden, da kann ich euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben. Wir werden, nachdem ich das hier gleich fertig habe, damit weitermachen, dass wir mit der Ritter-Themenwelt anfangen. Und ach, das ist so ein bisschen von euch bestimmt worden. Denn ich habe euch in der letzten Folge gefragt, wie sieht's aus? Ritter, wollen wir Piraten machen? Und tatsächlich, wir hatten Piraten ja schon in der alten Welt und ich möchte trotzdem eine Piratenwelt später noch erstellen. Aber heute fangen wir einfach mal damit an, dass wir uns so ein bisschen um ein Ritter-Theme kümmern. Und ja, dadurch, dass ich am Ende, glaube ich, 2 Stunden oder sowas gebaut habe, dachte ich mir, es bietet sich an, tatsächlich mit einer Zeitrafferaufnahme heute mal zu arbeiten. So ein bisschen die hässlichen Kanten wegmachen. Ja, was ihr übrigens nicht merkt, ist, wie sehr das Ganze die Performance beeinflusst. Aber tatsächlich, es sieht ganz schick aus, muss man an der Stelle schon sagen, gerade wenn man so guckt. Ja, jetzt habe ich natürlich auf den Abend gewartet, damit ich noch so ein bisschen mit der Beleuchtung arbeiten kann. Ist immer noch quasi mein großes Problem, ja, irgendwie mit der Beleuchtung mich, ja, wie sage ich es, zurechtzufinden. So kann ich es ganz gut sagen. Hier, ich habe diese schönen Beleuchtungsdinger gefunden, die wollte ich dann, oder setze ich hier sogar ein bisschen in die Hecke. Aber es bringt nicht so super viel. Also ich bin noch nicht so 100% zufrieden, wie das hier ist. Da muss ich mir noch was überlegen, wie man es besser machen kann. Ne, so ein paar Tiki-Dinger drumherum. Ja, die Nachtbeleuchtung, da bin ich bisher gar nicht zufrieden mit. Aber wie gesagt, wenn ihr da Tipps und Tricks habt, gerne in die Kommentare. Das sieht zum Beispiel ganz schick aus mit diesen Laternen. Deswegen setze ich die hier auch überall so ein bisschen. Ja, habe mich dann noch entschieden, diese die Haupt-Gehweg-Laternen ein bisschen zu ändern und ein bisschen mehr anzupassen. Denn die waren bisher ja eher so wild gestellt. Jetzt versuche ich die so ein bisschen an feste Spots zu stellen und dann irgendwie, dass es auch optisch ein bisschen schön aussieht. Braucht man nicht unbedingt, aber hey, man kann es machen, ne? Man kann es ja mal machen. So, ich glaube, an der Stelle habe ich übrigens den Park pausiert. Das heißt, meine fleißigen Besucher kriegen nichts von den ganzen Wartungsarbeiten mit, die ich unter deren Arsch mache. Die denken sich plötzlich, hat da nicht vorher schon eine Laterne gestanden? So, dann habe ich mich noch entschieden, hier dieses Ding zuzumachen. Ich finde tatsächlich, diese Hecken sind irgendwie ein cooles Element. Also, das ist jetzt nichts Großes, nichts Besonderes, aber es lässt das Ganze so ein bisschen runder wirken, möchte ich fast sagen. Deswegen bin ich da relativ zufrieden mit. Ja, habe mich dann noch entschieden, hier die Parkbänke umzustellen, denn die waren so ein bisschen... Ja, wie sage ich am besten? Die waren einfach... Was ist das richtige Wort dafür? Das sah nicht gut aus, genauso wie diese, die Mülleimer. Die standen so mitten im Weg, deswegen habe ich mich hier entschieden, das Ganze ein wenig an die Kanten zu stellen gleich, dass es optisch einen besseren Gesamteindruck macht. Und tatsächlich, die Beleuchtung hier ist gar nicht mal so super übel. Ja, sieht schick aus. Ich bin mal zum Tag weitergesprungen und jetzt wollen wir anfangen, die Ritterwelt zu bauen. Und das wird ein Projekt, was uns mit Sicherheit die nächsten Folgen beschäftigt. Und wie gesagt, ich werde nicht durchgängig mit Zeitrafferaufnahmen arbeiten, aber
hier und da, wenn es sich anbietet. So, ich hätte natürlich auch so ein paar, ich habe zwischendurch noch überlegt, mache ich Scenery Pieces, die ich schon habe, die ich aus dem Steam Workshop habe. Habe hier so ein bisschen mit Türmen experimentiert. Am Ende kam ich dann aber doch zu der Entscheidung, ja, letztendlich ist es am besten, wenn ich einfach selbst was baue. Und es gab von euch einen ganz coolen Vorschlag in den Kommentaren. Und zwar sagte jemand, warum baust du nicht Eichenwalde nach? Ganz ehrlich, die Idee finde ich ziemlich cool. Das Problem ist, es ist relativ schwer zu bewerkstelligen, da es nicht für alles die notwendigen Pieces gibt. Also man ist ja immer so ein bisschen darauf angewiesen, was das Spiel vorgibt. Man kann natürlich stark mit diesem modularen Bauen sich eigentlich alles erschaffen, aber ich bin da auch nicht so super kreativ, was das betrifft. Deswegen, wir werden, und das ist mein Plan momentan, wir werden Burg Eichenwald danach bauen. Die soll dann quasi das Hauptstück unserer Ritterwelt ja sein. So, hier versuche ich noch so ein bisschen mit einem Gate rumzuspielen, denn wenn es in die Ritterwelt geht, möchte ich die schön eingegrenzt haben. Habe hier so ein bisschen die Zinnen ausprobiert, mal geguckt, was sieht gut aus. Das Problem ist, dieser komische Torbogen sieht nicht gut aus. Und ich habe keinen Weg gefunden oder keine Pieces gefunden, um das irgendwie so zusammenzumachen, dass das, ja, durchgängig nach unten ist, dieser komische Bogen. Deswegen nehme ich gleich noch die untere Schiene, glaube ich, weg, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe viel versucht, wie kann ich es am besten machen, dass es einigermaßen gut aussieht. Aber so wie es momentan ist, gefällt es mir nicht. Also dass dieses Weiße, da fehlt irgendwie was. Ich hätte die Teile setzen können und dann vielleicht oben den Bogen ein bisschen anders machen. Und habe mich dann am Ende doch entschieden, den Eingang einfach eine Ecke tiefer zu setzen. Das sieht ein bisschen, ja, sieht ein bisschen flach aus, möchte ich fast sagen. Aber ja, am Ende des Tages gibt es auch Schlimmeres. So, dann habe ich direkt ein bisschen versucht, hier mit Emblemen zu arbeiten, damit es so einen schöneren kleinen Look hat. Ist dann auch eine Sache, die ich relativ schnell verworfen habe, weil das einfach nicht 100% richtig aussieht. Da werde ich mir später noch was überlegen. Und dann kam mir die Idee, während ich hier gebaut habe, wenn ich so eine Burg habe, dann sollte die vielleicht auf einer Anhöhe stehen. Und deshalb beginne ich jetzt hier, das Gelände ein bisschen zu erhöhen. Und das ist ja ganz cool, dass wir dieses Tool haben, was es uns erlaubt, einfach das Gelände zu terraformen. Baue jetzt hier also ein schönes Plateau, was auch diesen ganzen Teil bedecken soll und dass die Burg dann so ein bisschen höher steht, dass man mit Wassergraben arbeiten kann. Das war irgendwie so eine fixe Idee, sag ich mal, die sich bei mir entwickelt hat. Mit Wegen ist immer so eine Sache. Aber tatsächlich, das ist nicht so 100% scheiße, was ich hier gemacht habe. Dann haben wir nämlich hier um den Eingang. Zumindest wenn ich ihn richtig ausgerichtet habe. So. Und dann kann man von hier aus später dann die Burgmauer machen. So, wie ihr seht, ich baue quasi in die Richtung weiter, so weit wie es geht. Versuche natürlich diese Burgmauer schön jetzt anhand der Kante zu machen. Werde dann gleich noch ein paar Türme setzen, damit es nicht so super kantig aussieht. Weil das ist fast ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich ja hier diese schönen, die sind eckig. Ich habe hier schön diese Elemente, die ich nutzen kann. Ich habe hier noch ein bisschen gesucht, was sieht am besten aus. Es sind ja für mich auch alle viele neue Elemente noch drin, die ich noch gar nicht gesehen habe damals. Deswegen vieles davon ist für mich auch neu. Und wie ich dann hier gemerkt habe, das sieht ganz cool aus, wenn ich hier einfach so an die Kante sowas draufstelle. Das muss natürlich ein ganzes Stück höher noch. Habe dann gemerkt, ups, das funktioniert nicht ganz. Und ich glaube, da baue ich auch noch mindestens, ich weiß nicht, wie lange ich da noch dran baue an den Türmen, aber wie man sieht, es sieht tatsächlich, wenn man das jetzt mal so hinstellt, nicht so super schlecht aus. Weil es verleiht dem Ganzen natürlich dann auch so einen Burgstil. Habe mich dann hier entschieden, das Ganze allgemein ein bisschen tiefer zu setzen. Was mir übrigens auffällt und was euch vielleicht auffällt, ich habe die Dinger falsch rumgesetzt, diese Ziegel. Das fällt mir, glaube ich, spätestens am Ende des Zeitraffers noch auf, dann ende ich es nochmal. Ja, und ich mache dann jetzt hier weiter, dass ich quasi die Burg baue. Also das ist wirklich eine fixe Idee und das ist erstaunlich bei Planet Coaster. Ich fange teilweise an und ich tue mich unglaublich schwer mit diesem Anfang im Planet Coaster und das ging mir hier auch so. Ich habe solche Probleme damit gehabt, den Anfang des Parks zu finden. Und tatsächlich, als der Anfang einmal, ja, wie sage ich es, zusammenkam, kam der Rest auch zusammen. Und ich meine, vielleicht seht ihr dieses Video und denkt euch, boah, das sieht alles so beschissen aus, was der Sascha da macht. Kann gut sein. Ich bin kein Experte im Planet Coaster,
Aber persönlich bin ich super zufrieden, in welche Richtung sich das hier entwickelt. Und ich denke, am Ende der Folge, wenn ihr so ein bisschen seht, wohin das hier geht mit dieser Ritterwelt, ich hoffe, ihr werdet auch einigermaßen zufrieden sein. Weil ich bin's tatsächlich. Und gerade wenn man von der Seite mal guckt, das sieht schon edel aus, wenn du da hochguckst. So eine richtig geile Burg hast. Im Burghof werde ich dann schön verschlungen arbeiten. Kleine Dörfer rein, Rides rein. Es gibt leider momentan noch keine speziellen Pirate Rides. Das ist ein bisschen schade. Aber auch daran werde ich noch arbeiten. Also sobald es da die Möglichkeiten gibt. Hier habe ich übrigens gemerkt, ups, die Dinger waren falsch rum, diese Ziegel. Habe dann angefangen, die richtig rumzusetzen. Ich glaube, selbst hier habe ich es nochmal falsch rum. Ja, manchmal ist das natürlich ein Krampf, wenn man solche Dinge selbst nicht sieht. Gibt es zwar die falschen Ziegel noch, da fehlen um die Ziegel drauf. Ach ja, das, also das war tatsächlich, würdet ihr das nicht sehen. Ich glaube, das, was ihr heute seht in einem Zeitraffer von so knapp 18 Minuten, waren am Ende eine Stunde, anderthalb Stunden. So, wenn man sich das jetzt anschaut, da bin ich tatsächlich relativ zufrieden mit. Da kommt natürlich oben noch was auf die Türme später drauf, das wird alles abgedeckt. Aber das sieht ganz cool aus, finde ich. Also das wirkt auch massiv richtig. Ja, wie gesagt, hier ebne ich noch ein bisschen den Boden. Damit man hier so eine schöne kleine, ja, Umrandung hat. Man sieht das jetzt, ich suche mir hier das Wasser gleich. Das alles noch ein bisschen runter, kann das füllen. Und dann plötzlich wirkt das schon alles optisch ziemlich cool. Also, ich weiß nicht, ich klopfe mir da ungern selbst auf die Schulter, weil es geht mit Sicherheit alles viel, viel besser. Aber ich bin zumindest zufrieden. Und das ist der Punkt, der am Ende immer am meisten zählt. So, hier habe ich dann ein paar Geländer gesucht, weil ich, netter Mensch, habe mir natürlich gedacht, oh, oh, wenn da kein Geländer ist, die armen Kinder, die fallen mir doch ins Wasser. Deswegen habe ich Geländer gesucht, die ich jetzt tatsächlich nicht gefunden habe. Beziehungsweise ich habe sowas gefunden, was mir aber nicht so 100% zusagt. Wie gesagt, die kann man runtersetzen, aber 100% perfekt ist es noch nicht. Da habe ich mir tatsächlich, und das werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn wir mal im Normaltempo bauen, da habe ich mir aus dem Steam Workshop ein paar Sachen später runtergeladen. Hier habe ich noch ein bisschen versucht, mit der Beleuchtung zu arbeiten. Ja, auch wieder einfacher gesagt als getan. Ja, für Beleuchtung muss ich mir, glaube ich, jemanden engagieren. Aber das sieht nicht so super schlecht aus. Also das sieht nicht so super schlecht aus mit dem Wassergraben. Habe hier noch so ein paar animierte Ritter hingestellt. Dummerweise kriege ich es gleich nicht hin. Also die senken quasi ihre Äxte. Ich wollte das irgendwie synchronisieren und es hat einfach nicht funktioniert. Da muss ich mal gucken, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Ja, natürlich, so eine Mauer muss auch abgedeckt werden. Ich meine, in Freizeitpark ist es ja so. Wenn man im Freizeitpark mal hinter die Fassade schaut, das ist viel Styropor und Fronten. Also häufig sieht man nur die Front von einem Gebäude und dahinter ist nichts. Und das ist natürlich eine Sache, ich will nicht sagen, womit ich unbedingt arbeite, aber ja, was in unserem Freizeitpark natürlich auch der Fall sein wird. So, hier fange ich direkt an, dieses Dörfchen oder unsere Burg direkt mit so ein paar kleinen Shops zu versehen, damit wir einfach auch mehr Kohle machen. Versucht dann, und das war die erste Idee, einfach so eine Shoppingmeile zu machen. Und hab mir dann gedacht, hey, vielleicht kannst du so einen kleinen, schönen Naturfahrt machen zum ersten Ride. Und dann fiel mir zum ersten Mal auf, die Rides, die drin sind, haben irgendwie kein Medieval-Thema. Was ein bisschen schade ist. Also es gibt jetzt keinen speziellen, weiß ich nicht, König Artus Ride oder sowas. Ich könnte natürlich mit einer Achterbahn arbeiten, was wir auch noch tun werden in den nächsten Folgen. Aber ich weiß gar nicht, was ich hier hingepackt habe am Ende. Ach ja, genau, das habe ich, glaube ich, hingesetzt. Oder nee, das habe ich nicht hingesetzt, weil das war zu groß. Da merkte ich, kriege die Mauer nicht hinter, das habe ich hingesetzt. Ja, ein schöner Thrill-Ride. Das heißt, wenn ich dieses Ding hingestellt habe, dann ist das auch eine Attraktion, die ein bisschen schneller ist als unser Kettenkarussell oder unser, was habe ich noch gebaut, Riesenrad. Ja, dann das mit dem Naturfahrt hat dann leider nicht so 100% geklappt. Ich wollte ja eigentlich so eine Naturfahrt bauen, weil die einfach sehr, sehr cool aussehen, gerade in so einem Szenario wie hier in der Burg. Und das wollte einfach nicht. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Deswegen habe ich es hier so ein bisschen verbunden. Ja, beim Rausgehen können die Leute eine Naturfahrt haben, weil es sieht einfach schöner aus. Da kommt da ein bisschen Begrünung noch drum. So, mache hier mal einen kleinen Test unserer neuen Teufelsmaschine. Das werden wir übrigens alles in der nächsten Folge nochmal in Ruhe sehen. Wie gesagt, heute reiner Zeitraffer, weil ich einfach möglichst viel schaffen möchte. Und
Ihr seht ja, wir haben eine ganze Menge heute geschafft. So, hab noch eine Priority Queue gemacht. Da sagt mir übrigens welche, eigentlich ist die Queue immer separat. Die führt gar nicht zur regulären Schlange. Aber ich glaube, das funktioniert hier gar nicht. So, und natürlich auch hier kam mir direkt die Idee, ach, das sieht so langweilig aus, weil es offene Flächen sind. Bauen wir ein bisschen ein paar Hecken wieder dran. Einfach weil es schön ist, zumindest in meinen Augen. Man kann sich hier natürlich ein bisschen helfen. Das ist natürlich alles noch relativ offen. Da muss ich später noch so ein bisschen was dran machen, dass man nicht zu sehr dahinter schauen kann. Aber ich finde tatsächlich, das ist ein ganz guter Ansatz, den ich hier habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ihr es anders seht, gerne mal in die Kommentare geben. Ich bin immer für Verbesserungsvorschläge offen. Während die ersten Leute hier unseren Ride genießen. Ich weiß nicht, wie sehr es im Zeitraffer gerade gut rüberkommt. Ich hoffe, es ist nicht zu schnell. So, dann habe ich noch hier im Steam Workshop eine schöne Shopping-Meile gefunden, die so diesen Medieval-Stil hat. Die setzt dann auf die andere Seite. Ich weiß, damit mache ich es mir natürlich ein bisschen einfacher, indem ich so eine komplette Häuserfront hinsetze. Aber auf der anderen Seite, ich finde das auch nicht... Ich finde das persönlich nicht schlimm, dass man sich da bedient, wenn Leute schon so kreative Sachen gebaut haben. Die werde ich noch ein bisschen umbauen später, weil das alles noch ein bisschen zu offen ist für mich. Habe hier noch ein bisschen die Stores ersetzt. Aber ja, ich bin wirklich zum Großteil mit dem, wie die Burg oder das Burggelände, welchen Weg es geht, bin ich relativ zufrieden. Gerade wenn ich es anschaue, das ist alles schön urig, schön klein. Man muss nicht so immer super viel Fläche haben. Fange hier noch an, so ein bisschen Wasser zu schaffen. Einfach ein paar Scenery Pieces, die einfach schick aussehen. Ja, und wie man sieht, die Leute stehen hier an. Da werde ich vermutlich später die Warteschlange noch verlängern müssen. Dann war meine Idee noch, hey, ich könnte ja so einen Stein ins Wasser stellen und da ein Schwert reinstecken. Aber ich glaube, es gibt kein Schwert zum aktuellen Zeitpunkt. Ein bisschen doof. Also viele Ideen, die man hat, kann man auch nicht so ganz umsetzen. So, dann habe ich hier noch schnell die Mauer so ein bisschen in die Richtung, wo ich hin möchte, gemacht. Das passt nicht so 100% zusammen, aber ja, wenn man von der Seite drauf schaut, es sieht schon sehr, sehr schick aus. Also ich bin, ja, ich bin zufrieden. Das passiert nicht so häufig im Planet Coaster, aber es wirkt schon nach einem ziemlich coolen Thema. Und wenn wir dann, wie gesagt, wenn diese Ritterwelt jetzt ein, zwei Folgen weiterbauen, dann werden wir vielleicht in Richtung Pirate-Thema gehen und da werde ich dann ein bisschen untertunneln. Also wir werden unter die Erde gehen und da ein bisschen bauen. Und gut, das war's für heute von Planet Coaster. Ich hoffe, ihr habt die Zeitrafferaufnahme überstanden und bis zum nächsten Mal.